wollen euch heute einmal zeigen, wie wir Mundschütze hier nähen. Wir fangen immer an mit einem viereckigen Stück Stoff, 25 x 22 cm. Dieser hier ist 6 und unter 5. Und dann legt er die Falten ein und fixiert die Falten, legt sie fest mit der Nähmaschine. 3 Falten werden gemacht. Dann legen wir an den Seiten einen Einschlag-Umschlag. Wir fügen jetzt oben ein Draht ein, die Enden haben wir umgebogen. Und dieser Draht ermöglicht, dass der Mundschutz oben an der Nase einen guten Abschluss hat. Der Draht sollte nicht rosten. Man kann auch Aluminiumdraht nehmen, den werden wir jetzt in Zukunft benutzen. Man kann auch Heftstreifen nehmen. Und jetzt füge ich wachsam an alle vier Ecken ein Band. Dieses Band kann aus Baumwolle sein, kann auch aus einem Gummiband sein. Wird festgenäht und dann ist der Mundschutz fertig. Man setzt diese Maske auf, indem man seine Hände vorher desinfiziert hat, das ist ganz wichtig. Und dann wird oben eine Schleife gemacht, am Hinterkopf eine Schleife, dann hält es besser. Also Wasser, dass da kein Virus reinfliegen kann.